Den Jagdausflug der Fuchsmutter wollen wir mit der Kamera begleiten. Das bedeutet für uns einen längeren Fußmarsch mit schwerer, unhandlicher Filmausrüstung. Mutter Eisfuchs hat inzwischen gelernt, dass die zwei mit der Kamera harmlos sind. Deshalb stört es sie auch nicht, wenn wir ihr folgen. Nur Eisfüchse sind unstet und ihr Revier ist riesengroß. So, du bist gleich mit der Kassette durch, Hans. Ich leg schon mal die neue dann ein. Das war ein Mausenest. Den Inhalt lässt sie sich schmecken. Füllen durch. So, der Fuchs läuft wieder. Ich glaube, Hans, die laufen hinterm her. Ja, ich komme danach so schnell ich kann. Unsere Filme müssen bei Dunkelheit in die Kassette geladen werden. Der lichtdichte Wechselsack dient uns im Gelände als Dunkelkammer. Während ich mit den Händen im Wechselsack gefangen bin, folgt Hans dem Fuchs. Trotz kurzer Beinchen sind die Eisfüchse verblüffend schnell. Trotz unserer langen Beine haben wir Mühe, ihm zu folgen. Ehrlich gesagt, nur weil Mutter Fuchs heute langsam läuft, können wir mit ihr Schritt halten. Die Jagd über die Tundra darf ich nicht aus den Augen verlieren. Wenn beide Hände im Dunkelsack gefesselt sind, haben die Mücken freies Spiel. An die Mücken muss man sich gewöhnen. Vielleicht nirgendwo sonst auf der Erde treten die blutgierigen Plagegeister in solchen Massen auf wie gerade hier in der arktischen Tundra. In den Sümpfen finden sie ideale Lebensbedingungen. Trotz der gebotenen Eile, das Laden der Kassetten muss auch hier gewissenhaft erfolgen. Es dauert seine Zeit. Und ein kleiner Fehler kann das Ergebnis der ganzen Filmarbeit zunichte machen. Und auf geht's. Ich muss die zwei einholen. Hopp, hopp, der Fuchs hat eine heiße Spur. Hans ist ihm dicht auf den Fersen. Jetzt heißt es schnell sein mit der Kamera. Schnell, aber ohne zu stören. Das Stativbein wackelt. So, jetzt nicht mehr. Alles muss jetzt wie am Schnürchen laufen. Bildausschnitt, Belichtung, Schärfe, Mühle läuft. Im Bild ist Mutter Fuchs. Direkt vor der Kamera stöbert sie nach Mäusen. Eisfüchse suchen ihre Beute mit Nase, Ohr und Auge. Von diesen drei Sinnen ist der Geruchssinn am besten entwickelt. Doch auch durch Sehen und Hören kann sie die Mäuse finden. Die Spur ist heiß, sagt ihr die Nase. Jetzt Ohr und Auge und das war Maßarbeit.